Hallo, hallo, hallo. Ich bin heute wieder mit meinem Sportvlog in Berlin. Und wo ich genau unterwegs bin, das erzähle ich euch nach dem Intro. Ich bin jetzt gerade unterwegs zum Olympiastadion. Hab mir überlegt, heute laufe ich mal den Weg und werde mal erkunden, ob ich irgendwie ums Olympiastadion rumkomme, beziehungsweise vielleicht sogar irgendwie rein. Weiß gar nicht so genau. Schauen wir mal. Bin gespannt. Bis gleich. Jetzt bin ich am Olympiastadion in Berlin angekommen und ich laufe jetzt mindestens einmal rum. Mal gucken, vielleicht komme ich irgendwie da rein. Sehen wir mal. Ich bin gespannt. Ja, ins Olympiastadion rein war ja Käse. Ich muss ja Eintritt bezahlen. Blödsinn. Deswegen werde ich jetzt einfach drüber rumlaufen. Mal gucken, wie lange. So eine Stunde hatte ich vor. Und dann mache ich mich wieder zurück ins Hotel. Ja, ich habe gerade gemerkt, ums Olympiastadion herumzulaufen ist gar nicht so einfach. Ist ja ein ewig weiter Weg, ist ja alles abgeriegelt, das Gelände. Voll kacke. Aber ich probiere es jetzt einmal rum, mindestens mal. Mal gucken, wie weit ich unterwegs bin. Ich wollte ja nur eine Stunde laufen. Aber einmal rum muss schon sein jetzt. So ein Kack. Ich laufe immer noch um das Olympiagelände herum. Das ist voll weit, ey. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals ankomme. Jetzt muss ich wieder voll den Turn hier machen. Voll die Kacke. Aber ich halte das durch. Mal gucken, wie weit. Ich muss jetzt hier an der Eissporthalle vorbei. Dieses dusselige Olympiagelände ist so weitläufig. Das ist ein Kack hier. Ich habe das doch auf Schalke, habe ich das doch auch gemacht. Da bin ich ums Stadion gelaufen, mehrfach. Da war alles gut. Aber nein, hier in Berlin, hier klappt das einfach nicht. Jetzt laufe ich hier wahrscheinlich gleich ums Brandenburger Tor oder so. Einmal ums Olympiastadion. Um einmal ums Olympiastadion zu kommen. Ach, das ist ein Kack. Naja, ich laufe und laufe und laufe. Und dann sehen wir mal weiter. Ja. Und jetzt? Kacke. Jetzt habe ich, überquere ich gerade hier so ein paar Bahrschienen. Da kommt ein dusseliger Zug. Wenn ich jetzt hier weiterlaufe, in diese Richtung, dann komme ich nie wieder zurück. Ich muss eigentlich so da so rum. Ich habe entschieden, an dieser Stelle laufe ich wieder den gleichen Weg zurück. Ich bin jetzt ungefähr eine halbe Stunde unterwegs, 35 Minuten. Da komme ich halt nicht einmal rum. Auch egal. Scheiße. Naja, also ich laufe jetzt wieder zurück. Den ganzen Weg, den ich hergelaufen bin. Super, tolle Idee. Naja, ist halt so. Ich bin wieder zurück am eigentlichen Stadion. Lauf meinen Weg jetzt wieder zum Haupteingang. Und dann zurück zum Auto. Schon anstrengend bis hierhin. Olympia ist anstrengend. Neue Erkenntnis. Bin jetzt hier am Haupteingang vom Olympiastadion und muss dann vorbei zur U-Bahn-Station zu meinem Auto. Das sind noch 10 Minuten. Ah, vielleicht 8. Ja. Aber bevor ich hier komplett vorbeilaufe, mache ich noch ein kleines Foto. Sightseeing muss ja sein. Oder wie heißt das? Touri-Foto. Und da geht's auch schon wieder weiter. Zurück zum Auto. So, jetzt bin ich eine Stunde gelaufen. Fast eine Stunde. Wollte eigentlich ums Olympiastadion rum, aber hat nicht geklappt. So ein Kack. Jetzt bin ich wieder im Auto hier angekommen und fahre ins Hotel
und dusche mich und dann geht's zum Abendprogramm. Ich sag Cheerio, Miss Sophie. Bis zum nächsten Sportblog. Viele Grüße aus Berlin.